BNY mit in meinem Traum. JCC 2020 Qualifikation Nummer 8. Ich bin sehr gespannt. Eine von, ich glaube, drei Frauen im Turnier. Drei oder vier. Die eine hatte eine Frau, Namen war aber, glaube ich, ein Typ. Ich bin mir nicht sicher. Und der eine sah aus wie eine Frau, war aber ein Typ. Wir werden reinsehen, Freunde. BNY. Bestes Intro. Bestes Intro. Ja, das Intro wäre eigentlich auch nice. Das weckt in uns allen Glücksgefühle. In uns allen, Freunde. In uns allen. Och nee. Nee, könnt, lass mal. Könnt ihr aufhören, rein zu donaten, wenn ich gerade eine Aufnahme starte, Freunde. Warum gibst du mir den Grund, mich zu verlieren? Wegen dir kann ich kaum meiner Seele mehr vertrauen. Ich hätte mit einem ganz anderen Beat jetzt gerechnet. Ich hätte mit alles gerechnet, mit allem gerechnet, so wie beim Döner, aber nicht mit diesem Beat, Bro. Wegen dir kann okay. Ich kaum meiner Seele mehr vertrauen. Was ist bloß passiert? Hab Asche auf dem Shirt, weil ich kein Es war gut bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo irgendwas Komisches mit dieser Stimme gerade passiert ist, dachte ich, ja, es hat Potenzial, bitte. Ich hätte mir nur noch ein bisschen mehr Druck gewünscht in der Stimme. Aber nicht so, was ist denn das für ein Effekt, der da drauf ist, holy shit. Das ist safe, das ist eine ganz komische Form von Autotune da drauf, die sie nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Hätte sie die Hook mit ein bisschen mehr Druck, mit ein bisschen mehr Kraft eingesetzt, hätte ich es mehr gefühlt. Lass dich beim nächsten Mal bitte von irgendjemand anderem abmischen. Produzent, lass dich von irgendjemand anderem abmischen, bitte. Aber nicht nochmal von dieser Person. Uiuiui. Real Talk, einfach ein bisschen mehr Druck, deine normale Stimme. Oder wenn Autotune, dann nicht so viel oder nur ein bisschen so Pitch Correction, meinetwegen. Aber nicht so ekliges Autotune draufsetzen. Schade drum, Mann. Real Talk hätte sie mit ihrer normalen Stimme so gerne mit ein bisschen Pitch Correction oder whatever, wenn sie schon ihre Stimme nicht perfekt findet, so, ist ja auch normal, ist ja gang und gäbe, nur ein bisschen gemacht und nicht dieses eklige, weirde Autotune reingesetzt, wäre es gut gewesen. Hat wirklich den ganzen Song jetzt ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil die Hook halt einfach trash ist und die Hook ist das Wichtigste, gerade in der Music-Cypher, ist die Hook das Prägnanteste neben dem Beat, was im Kopf bleibt, so. Da ist es schade, dass sie die so gegen die Wand gefahren hat. Damn. Feiert die Hook übelst, hä? Ja, okay, ey, jeder wie er meint, so, das ist nur meine eigene Meinung. Ich will euch hier nichts einreden, so. Es ist nur meine eigene Meinung. Ich persönlich hätte es mehr gefühlt, wenn es nicht so mit Autotune nach meinen Ansichten vergewaltigt worden wäre. Aber jeder wie er will, alles cool, wenn ihr sich fühlt, dann ist es ja gut, dann ist es ja cool. Deswegen ist es ja nice, dass wir alle so verschiedene Sachen nice finden, so. Dann kommen verschiedene Leute ins Turnier, ist nice. Also da warst, aber, da war alles anders. Naja. Ich war so gespannt, hab dich versteckt in meinem Wandschrank. Meine Eltern nicht treffen, nur um in deinen Armen zu schlafen, denn erst hatten wir schlechte Karten. Aber ansonsten ist es nice. Wir high und benommen, doch wir können nicht mehr weiter fliegen, wenn die Luft raus ist, als wären wir in einem Heißluftballon. Mein Motor heiß, doch entkommen nicht, als esse ich im Treibsand fest. An sich, die Betonungen sind schon ganz nice, sie kriegt das mit der Stimme gut hin. Deswegen finde ich es für mich persönlich halt schade, dass die Hook so weird ist, Alter. Schade. Ich kann schon singen. Textlich auch nicht bad, also es ist halt dieser typische Break-up-Text, whatever, aber es ist jetzt nicht wack, Alter. Shoutout an die Katze für den nicen Blick an dieser Stelle.
Wird interessant. Ich hoffe einfach für sie, dass es beim nächsten Mal ein bisschen runder ist von der Mische her. Weil sie hat eine unglaublich schöne Stimme. Sie braucht es nicht. Sie braucht es nicht, dass da so viel rumgedoktert wird. Braucht sie nicht. Braucht sie nicht mehr. Vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Druck in der Stimme an sich. Dann wäre es cool, dann wäre es fein für mich. Dann würde es reichen. Die Atmosphäre ist einfach geil bei dem Lied. Fühle ich. Fühle ich sehr, ja. Das Problem ist halt, dass die Stimme jetzt viel zu hoch ist. Dass es so ein ganz anderer Change ist und man das Gefühl haben könnte, dass da eine ganz andere Person auf einmal am Singen ist, weil sie davor so sehr ruhig und mit einer sehr angenehmen, wärmeren Stimme gesungen hat und jetzt auf einmal wird sie so sehr schrill. Und durch diese komische Pitch Correction geht es halt, geht die Stimmlage so irgendwie wie so eine komische Welle und nicht so angenehm, sondern es ist so weird einfach. Finde ich zumindest. Aber ansonsten kriegt ein Like von mir, würde ich sagen. Kriegt ein Like von mir. Gute Atmosphäre, schöne Stimme, wenn sie ihre normale benutzt, finde ich. Und die Hook wäre nice, wenn sie, wie gesagt, mein Geschmack mit ihrer normalen Stimme ein bisschen mehr Druck, ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen mehr rausgeholt hätte in der Wärme. Aber sie ist in die ganz andere Richtung gegangen, in die schrillere Richtung. Was ich schade finde, aber ich glaube, der nächste Song wird sehr interessant von ihr. Ich bin sehr gespannt, Alter. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Die JCC hat sehr viel Abwechslung. Real Talk, die JCC hat sehr, sehr viel Abwechslung, was ich bis jetzt nach den ersten 8 Qualis auch nice finde, Alter. Nicht immer derselbe 0815-Track, wisst ihr? JBB-Qualifikation war immer das gleiche in Gelb, Grün und Rot. Und das möchte ich nicht und das haben wir hier auch nicht. Und das ist sehr angenehm, Alter. Damn, Alter. Das ist schön, das freut mich.